Ein weiterer Zaubertrick, heute wieder mit Auflösung, könnt ihr sofort nachmachen. Ich habe ja auch nichts an den Händen. Einfach mal schauen, 20 Cent, für mehr reicht es heute leider nicht. Wir werden einfach versuchen, mal dieses Stück heute verschwinden zu lassen. Ich habe wirklich nichts in den Händen, schaut hier, auch hier nochmal. Ich habe nichts in den Händen und ich schiebe das jetzt einfach mal hier in meine Handfläche rein. Seht ihr das? Sehr gut. Und in der Tat, es ist verschwunden. Ist das ein unglaublicher Magic Trick? Ich würde sagen ja. Und wir holen es natürlich auch wieder raus. Und in der Tat, da ist es wieder. Ein unglaublicher Trick, würde ich sagen. Also jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie der funktioniert hat. Man kann keine 20 Cent verschwinden lassen. Es sei denn, man sei Uri Geller. Da kann man das höchstens mal verbiegen in 50 Cent Stück oder sowas. Geht natürlich auch nicht. Das ganze Geheimnis dieses Tricks ist auf meiner Rückfläche ein zweiseitiges Klebeband. Ich weiß nicht mal, ob man das erkennt. Dort einfach die Münze raufgeklebt. Seht ihr das? Der Trick funktioniert teilweise auch so, dass man das einfach auf den Handknöchel hier schiebt und die Münze dann einfach dort liegen lässt. Das sieht man von vorne auch nicht. Aber im Endeffekt auch egal. Wir machen es heute mal mit Klebeband. Wenn ihr so tut, als wenn ihr das Geldstück hier reinschiebt, seht ihr das? Schiebt ihr es in Wahrheit einfach nur oben rüber. Ihr schiebt es oben rüber und klebt es dort fest. Von vorne würde es natürlich so aussehen, als wenn ihr das hier reinsteckt, aber ihr schiebt es oben rüber, dann ist es wie gesagt oben fest. Und wenn ihr es dann zeigt, dann hält es natürlich. Wenn ihr es umdreht, dann sieht man das. Deswegen schnell so umdrehen, dass man es nicht sieht. Seht ihr das? Und dann einfach wieder dieselbe Pose. Ich hole es jetzt einfach zurück und dann rutscht ihr wieder mit dem Daumen einfach hier rüber und zieht das wieder rein. Und dann habt ihr das wieder. Also das Klebeband ist auch vom Feinsten, muss man mal sagen. Ich will die Firma jetzt nicht nennen, aber weiterempfehlen würde ich diese Firma auf jeden Fall auch nicht. Soll nicht heißen, dass es Outtakes oder so gab, aber das ist schon schwach. Wenn das nicht mal jetzt zur Auflösung mehr klebt, dann ist das schon so ein Ding. www.garten-productions.de.vu www.zaubertricks-erklärt.de.vu. Das war's für heute. Tschüss, bis dann.